Also das passt schon. Ja, ohne Frage. Hurra, eine Powerbank! Ist es besser so, Marcel? Ja, ja. So, wusch! Da ist er schon. Moin, Freunde, willkommen zurück bei Nerd 7. Ich bin's, Ronny. Und das ist die, ja, wie man sieht und im Titel auch schon zu lesen, ist die Saturn Mystery Gadget Folge X30. Aber eigentlich heißt es Mystery Box, aber verrat's keinem. Ja. Aber steht ja im Thumbnail auch, dass es von Saturn ist. Das stimmt. Korrekt. Aber wie man sieht, ist eine Kiste, zwei Kiste, drei Kiste. Ich weiß nicht ganz richtig, aber es sind insgesamt drei Kisten. Kai, sag mal was dazu. Was schätzt denn, was ich bezahlt habe? Was wir jetzt hier für einen Wert haben? Es könnten 250 Euro sein, was ich jetzt aber nicht glaube. Ich tendiere jetzt mal zu 500 Euro. Genau, ich habe 500 Euro bezahlt und das Ganze kommt vom Saturn St. Augustin, habe ich das auf eBay gekauft. Und das Spannende ist diesmal, die haben gar nicht angegeben, was für ein Wert drin sein soll. Die haben nur sozusagen, dass es mehr sein soll. Okay, aber auch von diesem Shop auf eBay hatten wir noch nichts, ne? Nein, das ist jetzt auch noch neu. Ja. Wer jetzt sich gleich die Frage stellt, wo kriegt ihr den geilen Scheiß her? Die Links dazu sind in der Videobeschreibung, darf man auf mehr klicken und dann kommt ihr direkt auf ein eBay-Angebot zum Beispiel, wo ihr da ein bisschen auswählen könnt. Ob ihr 250, 500.000, 10.000 ausgeben wollt, könnt ihr gerne tun. Wenn ihr das nicht wollt, dürft ihr gerne natürlich Kommentare unten reinpflanzen, was ihr davon haltet. Das werdet ihr so oder so machen. Und weil das Intro schon viel zu lang ist, fange ich jetzt einfach an. Was nimmt man überhaupt zuerst? Ja, fangen wir an. Also ich muss ja sagen, Kai, die haben schon ein großes Risiko. Also wenn jetzt nur 500 und 5 Euro sind. Ich kann dir zumindest den Spoiler geben, in den schwarzen Sachen sind jeweils ein Produkt drin und in der Kiste ist mehr. Ah, hier in der Kiste ist mehr? Ja, fangen wir mit der Kiste an. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist eins drin und hier auch jeweils eins. Nee. Dann machen wir mal das auf. Ha. So. Die Kiste ist ja nicht so groß, Ronny ist nur so klein. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin der Größte meiner Familie. Mit 1,70 Meter. Und jetzt lachen sie bestimmt wieder alle. Ah, Ronny steht eigentlich hinterm Tresen. Psst. So, die Ausmarke. Easy. Eine Powerbank mit 10.000 mAh. Kabellicht da unten drin. Micro-USB auf USB noch. Ja, kann ich, glaube ich, eingepackt lassen. Ist ein bisschen groß, ein bisschen wuchtig. 4 LEDs hier oben drauf. Packung ist ein bisschen eingerissen. Ist ein Transportschaden. Ja, wie gesagt, ist die Hausmarke von Saturn. Ich glaube, das liegt so bei 15 Euro oder so. Je nachdem, ne? Also die Powerbank liegt wirklich bei zuletzt 15 Euro. Ist momentan zum Beispiel im Internet gar nicht erhältlich. Scheint also auch irgendwo ein Auslaufmodell zu sein. Mhm. Ja. Okay. Aber freust du dich denn darüber jetzt? Was ist denn deine Emotion dazu? Also meine Emotion dazu ist, ja, wir haben schon mal ein paar Powerbanks rausgeholt, beziehungsweise Kai hat uns ja gerade erst welche gegeben mit 20.000 mAh waren, glaube ich. Aber sowas kann man wenigstens immer mal gebrauchen. Ja, ja. Also 2,4 Ampere, also ist jetzt kein High-End-Schnellladen drauf, aber zumindest zum Spannung halten und Aufladen eines Gerätes über eine längere Zeit und das mit 10.000 mAh, da kriegt man dann ein Telefon irgendwie 2-3 Mal mitgeladen, je nach Größe. Also das passt schon, ja, ohne Frage. Hurra, eine Powerbank! Ist das besser so, Marcel? Ja, ja. Cool, danke. Danke. Schön, dass du mich daran erinnerst. So, jetzt habe ich was ganz Großes. 5 Jahre Garantie, mal wieder ein USB. Oh. 512 GB gleich. Oh. Mensch! Aber schon USB 3.0, meistens hatten wir ja irgendwie noch den alten 2.0er Standard. Das heißt hier, Lese- und Schreibraten, ne? Da steht, lesen 60 MB, schreiben bis 20 MB, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell. Mhm. Aber 512 ist jetzt nicht viel. Also 512 GB für einen USB-Stick ist schon eine ganze Menge. Quatsch, ich bin bei MB oder was gewesen jetzt. Gigabyte, ja, okay, ja, ja. Ein Terabyte ist... Okay, ich bin ein bisschen raus. Ah, aber mit 512 GB ist gar nicht so wenig. Genau, da ist nur die Schreib- und Leserate dann natürlich ein bisschen... Ja. Schwierig? Ja. Also trotz USB 3.0 ist Lesen 60 MB ist okay, Schreiben 20 ist okay, aber... nee, das ist eigentlich Daten, ist es nicht okay. Größere Daten dauern halt einfach länger. Also ja, je nachdem, was man macht. Aber so als ich muss mal eben was rüber kopieren, funktioniert es nicht, weil es lange dauert, aber ich habe was drauf und hier zieh dir runter. Ja, funktioniert. 512 GB, ja, gute Frage. Ich kenne den Hersteller nicht. X-Line mit Y. Was schätzt du denn? Ja, 500, du sagst 512 ist viel. 256er Micro-SC liegst du bei 20, 25, 30 Euro bis 50 Euro. USB-Sticks sind ein bisschen günstig, 30 Euro. Also der Preis von dem Stick liegt aktuell so bei 50 Euro. 50 sogar, echt? Okay. Ich wollte erst hingehen, aber mir erschien das gerade zu hoch. Ja, es wird sicherlich auch andere No-Name-Sticks geben, die noch ein bisschen günstiger vielleicht sind. Oh. Auf jeden Fall darf man jetzt keine Wunder erwarten, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nö.
Ja. Also, kann man auch gebrauchen. Das muss man schon mal festhalten. So, jetzt habe ich hier was. Brandneu, das musste weg. Galaxy Tab S6. Wir sind mittlerweile bei der 8. Generation, glaube ich. Ne? Also es ist mindestens schon 2 Jahre alt. Ist das Book Cover Keyboard für das Tab S6. War das Originale von Samsung. Ja. Ich glaube, die war noch relativ teuer. Fast 100 Euro für so ein Ding oder 80 Euro? Also was die anfangs gekostet haben, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass das Tastaturcover immer noch 70 Euro kostet. Immer noch 70 Euro. Also ich meine, von der Wertigkeit her, vom Preis her, ja. Von der Aktualität her, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt genau einer das Galaxy Tab S6 Bookcover Keyboard braucht, ist, wahrscheinlich hat man schon eine 7er oder die 8er Generation. Ja, ich meine, rein vom Wert her 70 Euro ist wiederum okay. Da kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Na gut. Wenn man es denn braucht. Ja. Richtig. Ja. Das TKL Mechanical K835 von Logitech mit Blue Switchers, wenn ich das jetzt richtig sehe. Eine mechanische Tastatur. Oh, mal reingucken. Ist das etwa Neuware? Zumindest ist hier ein Aufkleber drauf, der das suggeriert. Ja, so, doch, mal schön, dass da ein deutsche Tastenlayout mit bei ist. Ja, das wäre jetzt schlimm, wenn Saturn irgendwie französische oder italienische Tastaturen braucht. Ich hatte gerade so eine Vietnam-Flashbacks. Jetzt ist nicht mehr neu. Ich habe es ja auch aufgemacht. Ich hatte gerade so eine Vietnam-Flashbacks von den letzten Restposten-Videos. Ja. Schon wieder eine Tastatur. Vor allen Dingen dann entweder ohne Stick oder falsches Layout. Aber die ist mal ein bisschen kompakter, oder? Die sieht ein bisschen kleiner aus. Was man hört, sie ist clicky auf jeden Fall. Wo ist jetzt hier der Eingang? Da. So. Diese kompakt. Nummernblock fehlt. Das Ganze hier ist scheinbar Aluminium. Unterseite ist Kunststoff. Und Beleuchtung habe ich jetzt nicht gesehen und nicht gelesen. Ich glaube, da ist auch nichts mit drauf. Ja, clicky. Also kein Anschlag in dem Sinne. Man rastet dann quasi unten ein. Normale Tastatur, würde ich sagen. Also wenn man so auf laute Tastaturen steht, ist die perfekt. Auf jeden Fall mechanische Switches, was ja schon mal top ist. Da kann man nochmal gucken, die blauen, genau. Und die haben ja sowieso immer das Verhalten, dass sie clicky sind. Genau, also mittig klickt es dann und dann hat man noch ein paar Millimeter zum Runterdrücken. Das merkt man jetzt so beim Drücken jetzt aber eigentlich gar nicht so unbedingt. Genau, jo, preislich liegen wir da bestimmt bei 50 Euro, 60 Euro. Ist jetzt relativ klein. Also die Tastatur kostet aktuell neu 45 Euro. 45, ja, dann lag ich ja nicht so falsch. Das ist okay. Also ich selber würde jetzt eher noch so ein Nummern-Tastenfeld mit bevorzugen, beziehungsweise beleuchtet, finde ich es auch nicht so schlecht. Also zumindest muss jetzt kein RGB-Kirmes sein, aber darf gerne in Weiß leuchten oder so. Das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Aber mir persönlich wäre die jetzt wieder zum Schreiben zu laut. Also zum Zocken, ja, von mir aus. Dann hast du wahrscheinlich eh eine Ablenkung, aber beim Schreiben obwohl ist es zu laut. Obwohl die Clicky aber auch eher für Schreibaufgaben gedacht sind. Weil zum Zocken nicht. Ist es halt dieser Klickwiderstand ist dann immer ein bisschen komisch. Aber ich finde es halt vom Lautstärkefaktor, wenn wie bei uns im Büro, wenn da 3 Leute tickern und alle haben so eine Tastatur und alle klick, 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 da wirst du ja wahnsinnig bei. Deswegen hast du einen eigenen Raum. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Mini-Tower-Fan. Jetzt, wo der Winter einschlägt, kriegen wir von OK einen Ventilator. Du sagst doch immer antizyklisch kaufen. Jetzt kriegen wir das hat sich Saturn jetzt wahrscheinlich auch gedacht. Geben wir jetzt mal ab. Da freut sich bestimmt jemand. Kann man bestimmt nur mit heizen. Ist ein Lüfter, kein Heizer. Wärmung am Ofen ranstellst, kannst du gleich die Wärme verteilen. Als Wärmeverteilung hatte ich das auch gerade im Kopf gehabt. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich noch nicht genau. Schauen wir mal. Noch habe ich keine Heizung bei uns an. So. Ui, das ist ein Plastikhaufen auf jeden Fall. Das vor allen Dingen, der ist neu und sieht aber schon gebraucht aus. Ja, gerade hier oben, ja. Also der kommt gerade aus der Plastiktüte raus. Also okay, ist ja auch die Hausmarke von Mediamarkt Saturn, glaube ich. Ja, man sieht schon, dass der alles andere als hochwertig ist. Aber wir können hier mal kurz anstöpseln, wenigstens ein Gerät hier mal antesten. So, okay. Hier oben ist der Drehschalter. Rattert ein bisschen laut auf Stufe 1 schon.
Kommt da überhaupt was raus? Kommt, also hier ist dann schon wieder vorbei, Stufe 1. Also viel ist nicht. Boah, das läuft, glaube ich, auch nicht so rund, das Ding. Das ist ganz schön laut. Aber es kommt jetzt schon ein bisschen mehr Luft. Und Stufe 3. Ah, das ist nervtötend schon. Das Ganze natürlich auch mit Bewegung, ne, auf allen drei Stufen. Riecht nach Kunststoff oder was? Ja, also bei mir kommt nichts an. Ja, doch ein bisschen, jetzt kommt ja. Ein bisschen an. Ja. Oh, mir wird kalt, hör auf. Ich verteile gerade die warme Luft im Raum. Also auch ohne Heizung. Und aus. Ja, es ist okay. Also, ist jetzt die Preisfrage, was das Ding kostet, dann kann man das vielleicht akzeptieren, aber rein jetzt von der Verarbeitung her, von der Materialqualität und von der Lautstärke ist es halt ein günstiges Produkt, das ist bei okay. Es ist ja auch so, da kauft man halt günstig. Ist halt okay da. Ist halt okay, ja genau. Lass den 20 Euro kosten, ja, was ich schon viel finde jetzt eigentlich. Also der aktuelle Verkaufspreis liegt bei 14 Euro. 14? Oh. Okay. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich stopfe den hier mal rein. Ich brauche die Schutzfolie, habe ich jetzt weggemacht. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr an dem zerkratzten Plastik. Ja, 14 Euro ist nicht vernünftig, aber es ist halt okay. Ja, dann ziehen wir den halt nochmal. Er wird seinen Zweck erfüllen. Ja, ich denke auch. Das ist ja auch hier so. Ach, Mann, das ist ja gar nicht mein Papierkorb. Der steht da. Naja, irgendeiner okay, aber das war bestimmt der war schon mal in Benutzung, oder? Letzte? Nee, eigentlich die Plastikfolie drumherum, die war auch noch zugeklebt. Die war zugeklebt, also der war neu, aber ist halt... Kurios, dass da aber so schon leichte Kratzer drauf waren. Es ist halt billiges oder also günstiges Kunststoff, was okay. Dann halt auch, durch selbst wenn du mit einem Tuch drüber wischst, dann schon Mikrokratzer ja. Bekommst. Aber bisher war eigentlich alles denn ja noch neuwertig. Ja. Also keine B-Ware oder schon mal benutzt, dann ist ja schon mal okay. Okay. Braun-Serie 5, 6 und 7 Strubble Beard Trimmer ist wahnsinnig. Jetzt müsste ich ganz tief in mich gehen und gucken, ob ich eingeweiht. Nein, ob ich eine Braun-Serie irgendwas zu Hause habe. Also, ich glaube nicht. Haben wir Braun zu Hause? Nee, oder? Hab ich den? Ja. Nee, der ist ja von Philips, dieser OneBlade. Das ist ja der Blade, ja. Das ist ein anderer. Also wer eine Braun-Serie 5, 6 oder 7 zu Hause hat, hätte jetzt einen Barttrimmer-Aufsatz für ein Strubbelbart. So würde ich das jetzt übersetzen. Übersetzen meine ich. ja, gut. Ist ein Aufsatz. Kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Aufsätze sind gar nicht mal so günstig. Hier sind es einer, zwei, nee, Strubble und vier Kombos. Also vier Klingen nochmal oder so. Ich sage mal so an die 25 Euro. Genau, also was ich so gesehen habe, kosten so eine Aufsätze von Braun so um die 30 Euro. Ja, aber das ist bei Philips auch so, also die sind relativ teuer, die Aufsätze. Da kriegst du manchmal den Angeboten, das Gerät plus den Aufsatz günstiger oder zum gleichen Preis. Habe ich auch schon gesehen. Ah, hier sind noch ein paar schöne kleine... das war hardcore, mein neues Telefon. Swiss One CS225. Dual-SIM, Kamera, FM-Radio und Vibrationsalarm und beleuchtete Tastatur. Na, jetzt haben wir den Wert doch wieder raus. Ich glaube, das war aber schon mal offen. Nostalgiewert. Also, nee, ich glaube nicht. Also das war, glaube ich, schon mal offen. Hier sind Fingerabdrücke drauf. Das ist auf jeden Fall keine A-Ware. Das lag wahrscheinlich mal als Ausstellungsstück mit da. 3,5er, Micro-USB, Kamera. Hier sind noch Lautstärketasten. Ich habe keine Ahnung, ob es noch angeht oder ob das überhaupt jemals anging. Oder das lag wirklich nur aus, aber der Akku hat noch ein Klebchen drauf. Weil ich denke mal, die Rückseite kann man abmachen. Ja, Akku ist wechselbar. Weil vielleicht hat er noch dieses Schutzklebchen. Guck mal, da ist gar kein Akku drin. Da ist auch gar kein Akku bei. So läuft der Hase oder was? Hä? Oder soll das der Akku sein? Nee, das sieht nicht. Nee, der Akku ist hier das große, was da so genau, reinkommt. Genau, der fehlt. Okay. Super, hat sich das auch erledigt. Also ist definitiv schon benutzt, gebraucht oder in irgendeiner Art und Weise verschandelt worden. Könnte jetzt natürlich schlecht sein. Könnte jetzt unseren ganzen Wert deutlich reduzieren. Ja, also theoretisch würde ich sagen, 10 Euro vielleicht. Ja, es kostet 16 Euro. Ja, also gebraucht 5, weil der Akku fehlt. So. Aber wer halt Bock auf sowas hat, damit hat man jedenfalls eine unendliche Akkulaufzeit. Ja, schade, ich hätte jetzt gerne mal das Display gesehen. Aber vielleicht haben wir Glück, vielleicht ist ja irgendwo noch ein Akku. Oh ja, das habe ich mir schon mal gewünscht. Also ja, wer jetzt zufällig eine Erweiterung für Waschmaschine oder Geschirrspüler braucht, für sein Sofort unter dem Bad, also in der Küche oder im Bad,
Bitte, ja, habt ihr jetzt, warum das jetzt gerade von Saturn kommen muss, weiß ich nicht. Für sowas fahre ich im Baumarkt. Nett, dass es mit anbieten, aber ich glaube, in so einem Paket ist so ein 5-Euro-Ding völlig deplatziert. Ich habe sowas ehrlich gesagt auch noch nie bei Saturn rumliegen sehen. Ich auch nicht, aber vielleicht liegt es deswegen genau in der Kiste, weil es noch nie einer gesehen hat. Oder ist einfach reingefallen. Na, warte mal, was schätzt denn, was sowas 5 kostet? 5 habe ich gesagt. Genau, 5 Euro kostet das Ding genau von der Marke. Toll! Ich meine, ich habe gerade zu Hause eine Geschirrspule gewechselt, aber ich habe halt einfach die Spitze genommen, die ich vorher schon dran hatte. Also selbst das hätte ich jetzt nicht verwenden können. Ja gut, aber vielleicht braucht es ja irgendeiner. Wir bauen ja bei uns um hier. Auf Reserve schadet sicherlich genau. nicht. Genau, dann geht es direkt spaßig und spannend weiter. Woo, jetzt sieht uns ein Licht um. Mit Dunstabzugshaubenlichter. Und es ist kein LED, 40 Watt pro Lampe, ist E14 noch. Ja, da hast du dann kurz mal eben 80 Watt, die hier durchbrennen. Oder dann irgendwann durchbrennen. Also ist modern, ist es jetzt nicht. Aber ja, tatsächlich bei uns in der Dunstabzugshaube hängt auch noch so eine normale Lampe drin. Haben wir auch noch nicht verändert. Ja, trotzdem 5 bis 10 Euro, ich habe keine Ahnung. Also der Doppelpack kostet 8 Euro. Ja, wird komischerweise relativ teuer gehandhabt dafür, dass es halt... Aber das ist jetzt auch wieder so, das braucht keiner. Und wahrscheinlich, weil es auch keiner mehr kauft mit den Halogen-Leuchtmitteln, liegt es wahrscheinlich jetzt auch in der Kiste drin. Aber nochmal dazu, sowas habe ich da auch noch nie rumliegen sehen. Wüsste ich jetzt auch nicht, aber Lampen kaufe ich dann wahrscheinlich auch nicht bei Saturn. Liegt vielleicht auch daran. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir gucken mal weiter. Wir haben bestimmt mal ganz tolle Sachen. Ja gut, ein Reiseadapter. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Den müssen wir mal hier nochmal. Ne, der ist offen. Schweinerei. Der ist offen. Ist offen, easy. Also wir haben jetzt hier Schuko. Und hier unten können wir dann quasi je nach Land... wo wir uns gerade befinden. Ach so, dann... Ah, okay, mit einer Sperre. So UK, US, China oder was auch immer. Und dann kann man das dann hier quasi rausnehmen. Naja, das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Was mir jetzt hier dran fehlt, wären vielleicht direkt sogar noch USB-Ports. Genau, kennt man halt von anderen. Ich habe auch so einen Travel-Adapter zu Hause, weil ich ab und zu mal auch unterwegs bin in der EU und manchmal auch noch ein bisschen weiter weg. Da ist sowas auf jeden Fall praktisch, aber wie gesagt, so ein USB-Port, dass man da halt sein USB-Kabel direkt ranstecken kann, macht es noch ein bisschen praktischer. Die liegen, ja, weiß ich nicht, 10 bis 15 Euro, je nachdem, welche Variante man hat. Ich glaube, der wird nur 10 Euro kosten. Ist auch für ein Easy, ist ja auch jetzt nichts Hochtragendes. Also der kostet aktuell neue 13 Euro. 13, ja, okay, dann liege ich ja in dem Bereich. Ja. Aber also im Prinzip gar nicht verkehrt, aber wie gesagt, der Tipp an der Stelle geht dann dahin, dass man da wirklich mit USB-Ports oder meinetwegen USB-Typ-C-Ausgang schon sich irgendwas nimmt, weil dann spart man sich nochmal andere. Muss ich ja nicht 3 Verlängerungssteckdosen mitnehmen, sondern macht das alles darüber. Auch wenn die Leistung dann nicht wahnsinnig hoch ist, aber für sowas ist dann ganz praktisch. Genau, okay, 13 Euro. Jo. Ja, geil. Ich habe hier was mit 80 Watt E14 und für, was waren das, 8 Euro? Schön, dass wir 2 haben. So viele Dunstabzugshauben besitze ich ja gar nicht. Oh, es wird noch spannender. Ein Y-Stück. Anschluss von 2 Zulaufschläuchen. Achso, da oben steht es. 3/4 Zoll. 2x 3/4 Zoll. Wahnsinn. Auch das hole ich im Baumarkt. Dafür fahre ich auch nicht zu Saturn. Immerhin ist die Gummidichtung mit bei. Wow. Also die Teile liegen komischerweise meistens auch so bei 8 bis 10 Euro, weil es halt irgendwie Stahl ist oder so, keine Ahnung. Also aktueller Preis 6 Euro. 6, ja, gut, okay. Können wir das ja zu der Küchenecke packen? Ja, also... Macht jetzt wenig Sinn, oder? Ja, das kann man sich auf Reserve legen, aber... Ja. Ah, jetzt, oh, jetzt wird's spannend. Guck mal, eine Polaruhr. Aber, ich würde sagen, die war auch schon mal offen. Polar Ignite GPS Fitness Watch. Polar ist relativ teuer eigentlich, aber es kommt immer mit auf die Modelle drauf an. Achso, so oben geht's an. Nee, achso, der Knopf ist tatsächlich unten links. Gucken, ob was passiert oder ob das Ding wahrscheinlich auch eiskalt erstmal leer ist. Okay, ist wohl leer. Jo, und den Ladekabel ja nicht mit bei, was? Doch, das liegt hier. Ah, na ein Glück. Ja, wir können es mal ganz kurz ranstecken, vielleicht springt es hier an. Na? Doch, jetzt ist so. Boah, ich komme mich jetzt anscheinend wie rum. Keine Ahnung. Vielleicht geht es auch auf allen 4 Pins. Ich glaube, du musst das auch anklicken oder so. Muss das irgendwie einrasten? Ach so, hier ist die... Ja. Ah, jetzt springt es auch an. Oh Gott, ist das ein Mini-Display. Ja, lass die mal ein bisschen laden.
Kannst ja trotzdem mal schätzen. Wir können ja schon mal schätzen und gucken später noch mal kurz rein. Ah, Charging, 2%. Siehst du. Gut, dann können wir jetzt erstmal nichts machen. Display sieht aber blickwinkelmäßig nicht so doll aus. Also ich glaube, das könnte auch sein, dass es wieder so ein transreflektives Display ist, was bei Sonnenlicht, das müsstest du mit einer Taschenlampe kurz ausprobieren. Haben wir gerade nicht da. Nö, ganz normales Display. Da ändert sich jetzt gerade nichts. Na, wir warten mal ab. Was würdest du schätzen, was die kostet? Recoverable Measurement. Also GPS, normales Tracking und dann wahrscheinlich irgendwie irgendeine Art Sportmodi noch. Aber das wirkt für mich jetzt schon ein bisschen älter. Aber im Polaren Huni immer noch einfach so. Keine Ahnung. Aktueller Verkaufspreis von der Polar Ignite liegt bei 130 Euro. 130? Kann die irgendwas Besonderes? Aber die ist ja nicht mehr. Ist jetzt nicht die aktuelle Version, oder? Nee. Ja, lass das 240 mal 240er Auflösung haben. Und jetzt geht's eh nicht weiter. Brauche ich dann halt einfach die App dazu. Ups. Ja, okay. Also ich kann jetzt erstmal nichts zu sagen, weil ich den Funktionsumfang nicht kenne, aber sie läuft, sie funktioniert. Und das ist doch Laden noch. Messergebnisse Polar sind auf jeden Fall nie verkehrt gewesen, glaube ich. Gut. Wir haben dann... Oh. Ja, das hatten wir doch letztes Mal schon, das Mauspad, oder? Ja, das war letztes Mal schon drin. Ja, also eigentlich bräuchte ich es jetzt gar nicht auspacken, aber es gibt ja mit Sicherheit auch Leute, die das zum ersten Mal zuschauen. Das ist ein Mauspad. Oh, ist doch genau das Gleiche. Das hast du doch wieder reingepackt. Das ist doch völlig zerrissen hier schon alles. Na klar. Ein wahnwitziges Mauspad, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. USB-Anschluss ran und dann hat man hier ein induktives Ladeflächen oder einen Ladeflächenbereich, allerdings nur mit 5 Watt. Und 5 Watt ist sowas von ganz schön langsam. Aber immerhin. Ja, aber dann hast du am Tag dann 3% drauf oder was nach ein paar Stunden. Also das lohnt sich dann halt einfach nicht. Also ja, ich könnte das jetzt auch vorführen, aber Micro-USB-Strom und so weiter, aber ja. Mir wäre theoretisch eigentlich nur das Mauspad selbst zu klein. Ja, das hat man beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, weil hier stößt du an und du hast nur diesen Bereich. Und gerade mit einem großen Monitor oder Bildschirm, 15 Euro war es, glaube ich, ne? Oder war es eigentlich 20? Das Ding kostet aktuell 18 Euro. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Muss ich mal aufstehen hier. Aha. Handels, Treusdorf, AG, Saturn. So, was haben wir denn hier Schönes? In search of incredible. Okay. Der Slogan müsste dir bekannt vorkommen. Ja, irgendwie schon, aber das ist schon sehr alt dann. Also nicht unbedingt sehr alt, aber es ist ein Tablet. Ist ja der Wahnsinn. Hier steht übrigens Asus drauf, wer es noch nicht rausgefunden hat. Achso, hier an der Seite ja auch. Da. So, gut. Machen wir das mal auf und oh, guck mal, eine Tastatur. Cool, oder? Dann drehen wir es mal um. Es ist Tablet Soft Keypad. Okay, wir machen jetzt mal das an, wenn es denn noch angeht. USB Typ C haben wir auf jeden Fall. Was fällt dir denn auf bei dem Tablet? Dass es halt in einem dicken Rahmen drin ist, dass ich das auch rausnehmen kann. Und es ist Chrome. Es ist ein Netbook oder ein Chromebook sozusagen. Es ist ein Chromebook, ja. Ich habe mir das kurz mal angeguckt. Was fällt dir denn noch auf? Das ist... Es ist jetzt nicht schön. Es hat dicke Ränder. Es ist so ein bisschen sozusagen geschützter. USB Typ C haben wir immerhin schon. Eine Aufnahme halt im Prinzip für die Tastatur. Das Ganze ist, wie gesagt, mit einer Hülle schon, die das Ding natürlich ein bisschen wuchtig macht. Genau. Das ist nämlich das Asus Chromebook. Es heißt Detachable CZ1 und das kam auch erst letztes Jahr raus. Okay, was steckt hier genau drin? Genau, und der Fokus ist bei dem Ding, das ist für, sag ich mal, Schüler und Studenten gedacht. Das ist nämlich mit nach Militärstandard 810H zertifiziert. Ach so. Hält auch Stürze bis 1,50 Meter aus. Und das ist nämlich deswegen ein richtig schwerer Wuppig, weil als ich das Ding, ich habe mir alles kurz mal angeguckt, das wiegt schon ein bisschen. Ist schon, also bei über 500, 600 Gramm sind wir ganz locker. Das merkt man schon. Also, aber ist halt ein komplett fertiges Ding. Also ist ja eigentlich ein Mini-PC sozusagen, der mit einer Linux-Chrome-Oberfläche dann läuft. Genau. Also die Tastatur soll gut sein, weil die nämlich mit einem guten Hub arbeitet, weil die ja wirklich dann für Studenten und so gedacht ist, die dann noch viel drauf schreiben können. Und was das Ding auch noch hat, das hat einen Stylus unten links versteckt im Tablet. Unten links im Tablet. Oder oben wahrscheinlich jetzt. Da müsstest du irgendwo einen Stylus rausziehen können.
Ja, hier ist die Kante, die habe ich eben schon gesehen. Aber und der hat einen integrierten Akku und der wird im Gehäuse geladen. Ja, hier ist der Kontakt auch, das sieht man da. Und theoretisch, wenn das Ding eingerichtet wäre, könnte ich jetzt hier wahrscheinlich dann irgendwie auch drauf rummalen. Genau, ansonsten kann ich dir noch ein paar Infos geben. 10 Zoll Display, Full HD, MediaTek Prozessor, keine Angabe welcher, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und Akkulaufzeit bis 11 Stunden. Ja. Es soll ja für Studenten und Schüler sein, dann hoffe ich mal, dass der Preis auch jetzt nicht ganz so hoch ist. Also nee, eigentlich musst du jetzt bei 600 Euro liegen dafür, aber es ist nur ein Chromebook. Damit wir einen hohen Wert rauskriegen. Ja. Genau. Aber theoretisch, weil es ja für Schüler ist und für Studenten, soll es nicht so teuer sein. Aber ich sag mal 200 Euro, Asus Name, der geht 200 Euro. Ja, das Ding liegt aktuell bei 199 Euro. Beiß mir doch einer den Fuchs ab oder so. Als ob ich das gewusst hätte. Schön, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Haben wir ja mal. So, jetzt wird es noch spannender. Fangen wir erstmal damit an. Sehr gut. Oh ja. Bright White, es ist Papier. Da wird sich unsere Buchhaltung freuen. Gramm Office-Papier. 250 Blätter. Ja, also wenn jetzt noch ein Drucker mit reinkommt, dann würde sich das lohnen. Ansonsten haben wir jetzt hier einfach ein Paket von 5 Euro liegen mit farblosen weißen Blättern. Genau, aber es kostet 7 Euro. Oh nein, das ist nämlich, ist ja sogar teurer. Es ist nämlich schon etwas hochwertigeres Druckerpapier, weil ich glaube, normales hat 80 Gramm oder so. Ist auf jeden Fall weniger, ja. 100 Gramm ist schon ein bisschen dickeres Papier. Aber gut, kann man immer mal gebrauchen, sage ich mal. Würde ich mir jetzt aber in so einer Kiste natürlich auch nicht unbedingt. Ich sag mal, das kann bei uns jetzt direkt im Drucker landen, im Büro, das zack rein verwendet. Ist es gut für zu Hause? Wann haben wir das letzte Mal was ausgedruckt? Keine Ahnung, es ist so selten. Ist unsere Lohnabrechnung gleich viel wertvoller. Ist doch super. Weil wir dickes Papier haben. Das sieht doch digital. Sollen wir digital so ein Blatt rüber schieben? Marci bedruckt sie jetzt jede Woche aus, Mitarbeiter der Woche. So, ihr dürft gucken, ich lese erstmal. Was ist es denn? Ich weiß es nicht. Hä? Ah ja, Daylight Therapielampe. Okay, eine Tageslicht-Therapielampe. Das heißt, wer ein bisschen von mir aus depressiv ist und Sonnenstrahlen braucht und ein bisschen Vitamin D aufnehmen möchte oder keine Ahnung, ob das überhaupt dann hergestellt wird, ich glaube nicht. Aber zumindest die Lichtstimmung sucht, kann das sich dann hinstellen. Und mach dann das Licht an. Ich mache das einfach mal, indem ich vorher aber nochmal den Stromstecker reinstecke. Ohne das geht's nicht. Was es nicht alles gibt. Genau, also so Tageslichtlampen gibt's ja nun auch nicht erst seit gestern. Nee. Genau. Wie Ronny schon sagte, es gibt ja Menschen, die das wirklich auch zur Therapie benutzen. Denn es gibt ja sowas zum Beispiel auch wie Winterdepression. Ja, wenig Sonnenlicht, man geht vielleicht morgens im Dunkeln zur Arbeit, kommt und sitzt in einem Büro mit wenig Beleuchtung oder sonst wo und kommt nach Hause und kommt auch wieder im Dunkeln nach Hause. Dann kann sowas schon Sinn machen, ne? Okay. Oder man dreht Halloween-Clips. Genau, oder man dreht Halloween-Clips. Hat das nur genau eine Farbtemperatur? Genau, Tageslicht, deswegen. Ja, aber ich hätte es gedacht, man könnte vielleicht die Helligkeit noch einstellen. Genau, das wird halt jetzt irgendwo auf 4500 bis 5000 Kelvin eingestellt sein. Ja. Ist auf jeden Fall relativ hell, also das kann man hier auch so zur Beleuchtung nehmen, das ist gar nicht mal verkehrt. Wäre dann für uns jetzt zweckentfremdet, aber ja, Tageslicht halt. Ich habe sowas noch nicht benutzt, aber am Schreibtisch ist es dann für die Augen dann doch teilweise einfach ein bisschen angenehmer als dieses künstliche Licht hier und so weiter. Ist gar nicht verkehrt. Preislich kann ich das jetzt nicht so einschätzen, aber... Also ist da jetzt auch ein Akku integriert? Nee, leider nicht. Es ist wirklich nur per Strom. Aber ich sag mal so, ich kenne den Hersteller jetzt auch nicht wirklich. Es ist quasi nur LED mit einer gewissen Kalibrierung, nenne ich es jetzt einfach mal. 20, 30 Euro maximal. Also ich sag mal so, das Ding kostet 35 Euro aktuell. Das kriegst du aber eigentlich mit einer vernünftigen Arbeitsplatzlampe LED, die du vielleicht auch die Farbtemperatur einstellen kannst, eigentlich auch geregelt. Ja, wenn nicht, kann man ja auch einen Filter drüber setzen. Also ich empfinde das auch für das Plastikding und ein bisschen Licht mit 35 Euro zu teuer. Also der Zweck definitiv ist da. Ja. Und es ist auch, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ich finde 35 Euro dafür auch zu krappig. Ist die noch nicht leer? Das ist ja spannend. Deswegen wollte ich die unbedingt auch nehmen. Ah, guck mal hier. Okay, es geht wieder los. Jetzt unterstellt er mir gleich wieder, ich hätte das alles wieder in die Kiste reingepackt. Nein, kannst du gar nicht. Guck mal, hier ist ein Aufkleber, den muss ich noch aufmachen. Also wir haben auch beim letzten Mal, die müssen sich abgesprochen haben oder die Dinger gehen nicht mehr.
Beim letzten Mal war es ja ein CD-Radio. Ich habe jetzt noch nicht drauf geguckt, was es ist. Aber es ist, hey, ein CD-Radio. Das ist genau das gleiche Ding wie beim letzten Mal. Ja. Siehst du, ich mit meinem Alzheimer. Ich packe es trotzdem nochmal aus. Ich bin ja Freund und Kollege. Das Ding lag, glaube ich, bei 20 oder 25 Euro, haben wir gesagt. Hat tatsächlich noch ein CD-Laufwerk, wo man dann halt hier CDs reinmachen kann. Ne? Da ist dann so der Laser drunter. Also, so wie man das kennt. Ja, es gibt Leute, die hören noch CDs. Stromeingang hinten, FM-Radio, Antenne und ein Display und ein paar Sachen zum Einstellen und fertig die Laube. Equalizer haben wir auch. Ja, alles genau, mit gesagt, was es kann. Aux-In und alles. Ja. Und du hast es falsch in Erinnerung, das Ding kostet 30 Euro. Oh nein, es kostet 30. Okay, jetzt haben wir zwei. Können wir ja bald einen Handel mit aufmachen. Ich nehme mal das nächste raus. So, Highlight. Ich erinnere mich da an so ein Video, was wir mal vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben. Jetzt gibt es das auch von König, ist glaube ich ein deutscher Hersteller, keine Ahnung. Klingt zumindest sehr, sehr deutsch. Die ist haben, auf jeden Fall auch eher, glaube ich, ein günstigerer. Ja, das sieht man schon, wenn man sich das Material anguckt. Ah, das ist total toll. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Aber ey, es hat einen großen Lüfter. Der nächste Sommer kommt, ey. Wir haben genau, richtig und also man muss sich jetzt erstmal die Qualität dessen wieder angucken. Also okay, war schon nicht gut und König ist, glaube ich, noch ein Stück schlechter. Da kann ich dir übrigens gleich einen Tipp geben. Ich habe mich rausgefunden, dass König anscheinend nämlich der Hersteller von der Marke okay ist. Ah, das erklärt dann, warum das jetzt hier beim Internet, beim Preisvergleich habe ich nämlich immer gefunden, König okay. Ja, K.O. Ne? Machst, drehst es um, wird's okay. Also jedenfalls, Materialbeschaffung vielleicht schon mal mega günstig, auch wenn man das jetzt nicht so erkennt. Das ist quasi so ein raumkühlbefeuchter Dings. Hinten ist ein Ventilator, hier mache ich Wasser rein, hier sind Lamellen drin vorne. Die befeuchten sich dann und dann dreht der Ventilator quasi da durch und dann habe ich noch ein bisschen RGB-Licht und dann kommt da ein bisschen leicht gekühlte Luft raus. Machen bitte nicht an. Das letzte Mal ist da war das Büro in Flammen aufgegangen. Ja, aber ich hatte nicht das Originalnetzteil genommen. Wenn die keine Überspannungsschutz drin haben, kann ich auch nichts für. Ja, jedenfalls ist das so ein Kühlding, was im Idealfall für 25 bis 30 verkauft wird. Und wenn da halt ganz viele tolle Namen draufstehen oder einer glaubt, er ist ganz fancy, dann verlangt er auch 80 Euro dafür. Ich pack's weg. Ja, das stimmt. Und das Ding hier kostet von König 20 Euro. Gut. Ist auch. Ja, ist okay. Ist okay. Wir sind übrigens mit der Kiste noch nicht fertig. Wir haben noch eine Evo Plus. Das ist mal gar nicht verkehrt. 512 GB. Da lesen 100 MB pro Sekunde und schreiben 90 MB die Sekunde. Wenn wir das jetzt mal mit dem USB-Stick vergleichen, der 20 MB schreibt, ist das schon ein bisschen schneller. Samsung Evo Plus, ich glaube, da liegt man auch tatsächlich bei 50 oder sogar mehr Euro. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so um die 50. Speicherkarte, die Evo Plus kostet 80 Euro. 80, so siehst du, dann sind wir doch bei mehr. Aber jetzt also, wenigstens Lese- und Schreibraten, die vernünftig sind. Die also, können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, ja. Ja, also 512 GB ist vor allen Dingen auch ein bisschen was größer. Ja, das ist doch mal... Das ist definitiv ein Highlight, muss ich ganz definitiv, ehrlich sagen. Das packe ich mal rein. Aber ist Mitte. Auch in dem Fall, weil wir sie halt gut gebrauchen können. Ja, ja. Ey, ansonsten kommt das in die Switch rein. Für ein paar mehr Spiele. So, das ist Kiste Nummer 1. Ich packe sie mal beiseite. Ja, du kannst ja schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Zwischenfazit. Also hätten wir jetzt schon 500 Euro Warenwert erreicht? Ja, haben wir. Also wir kommen ja mit dem Tablet schon bei 200 Euro an. Dann haben wir die Tastatur mit 245, dann haben wir nochmal 35, sind wir ja bei 280 schon. Die Uhr 130, 300 und hast du nicht gesehen, dann kommen da nochmal die und das auch nochmal mit 80 und 400 Euro sind ja schon mal ganz locker. Ja, dann machen wir weiter. Jetzt wird's spannend. So. Jetzt kriegt der Drucker den wir noch für den Papier. Jetzt kommt der Drucker eben noch, genau. Eine kleine Ecke für mich, für euch noch gar nichts. Nee, ist ja der Wahnsinn. Das ist was für mich. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstelle, aber das ist was für mich. Ich guck mal rein. Hä? Ah. Nimmst du die Kamera weg? Oh. Ah, Lautsprecher. Also Regallautsprecher. Von Heco. Junge! So, ich bin immer noch nicht fertig mit dem Auspacken. Jetzt kommt das richtige Auspacken dran.
Also da oben ein Versandlabel mal dran klebte, wird es keine Neuware sein, aber... Nee, das ist auch hier mit Klebeband zugemacht. Man sieht, dass das auf jeden Fall schon mal dann nachträglich wieder verpackt wurde. Und da das so geknallt hat, wurde gerade so ein bisschen gekippt ist, sind die auch ziemlich schwer. Ja, es sind Regallautsprecher, die auch... Hat ja eigentlich für Wertigkeit. Ein bisschen größer sind. Ja, der Hersteller ist auch nicht so unbekannt. Nee, tatsächlich nicht, deswegen freue ich mich gerade so ein bisschen. Ich kannte ihn gar nicht. Weiß ich es nicht, aber das, vielleicht werden es in meiner neuen Atmos-Lautsprecher. Kommen die schön an die Decke ran und dann gut ist. Kommt's aus der Ecke, ich hab's geahnt. So, da hinten sind die Anschlüsse. Also ich kann euch das Ding jetzt auch nicht vorführen, weil dafür brauche ich dann sozusagen auch einen Verstärker oder eine Audioquelle, um das dann auf diese beiden Lautsprecher zu zimmern. Aber... MDF, mitteldichte Faserplatte, so wie die meisten wahrscheinlich hergestellt sind. Wir haben hier vorne quasi so ein Schild, was wir abmachen können. Dann sehen wir dann auch das 3-Wege-System, Tweeter und Mitteltieftöner. Wattanzahl habe ich jetzt nicht geguckt. Könnte was für Tonstudio sein. Würde zumindest reinpassen. Ob die jetzt qualitativ das wiedergeben, kann ich nicht sagen. Ich habe mit Heco tatsächlich bis jetzt noch keine Berührung gehabt. Ich kenne die aber aus meinem Kinobereich. Die machen auch große Standlautsprecher. Stehen auch bei Mediamarkt Saturn immer mit rum. So eine großen Dinger. Da kostet ein großer Standlautsprecher eben mal dann 500 Euro oder aufwärts. Je nachdem, was für eine Gruppe und Klasse ist. Jo, so steht hier drauf. Also das sind die Heco Victor Prime 202. Ja, mit 110 Watt pro Lautsprecher maximal belastbar. Das ist gar nicht mal so wenig. 4 bis 8 Ohm. Ja, also spitz ist 110. Dann schätzt doch mal. Also es ist leider keine Neuware mehr, aber anscheinend also ist das... Also ich würde jetzt sagen 200 Euro bis vielleicht sogar fast 300. Ich weiß es nicht. Ist ganz schwer einzuschätzen. Also einer kostet 65 Euro. Das Paar. Einer. Einer kostet 65, deswegen also 130 Euro beide zusammen. Okay, hier ist mal... Okay. Wow. Ich kenne halt die Klasse nicht und wenn es Victor Prime ist, dann ist es wahrscheinlich Einstiegsklasse. Aber... Macht Kabel, auf jeden Fall einen soliden Eindruck. Kabel ran und fertig ist. Also das ist... Aber halt auch sehr random, weil wir hatten noch nie Lautsprecher in einer. Gar nicht. Also ich freue mich jetzt drüber, weil ich Fan davon bin und irgendwie immer irgendwas im Kopf habe, wo ich den Quatsch immer irgendwie mit anbauen könnte. Oder wo ich sage, okay, da liegen Kabel rum, da kann ich das auch noch kurz ranklemmen zum Testen. Aber wer jetzt weder eine AV-Receiver hat oder eine Möglichkeit hat, eine Mini-Verstärker hat, der eine Stereo-Quelle per Kabel ausgibt, der steht jetzt da und denkt sich, was soll ich damit? Also du hast auch so aufgrund der Anschlüsse erstmal so ohne weiteres, ohne Zubehör, keine Möglichkeit, die einfach mal zu betreiben. Also du kannst jetzt hier von deinem MP3-Player einen Klingeldraht ranmachen und dann hoffen, dass die Ausgangsleistung reicht, dass da auch was rauskommt. Aber das ist nicht zweckerfüllend, weil hast du einen Betrieb und das ist eigentlich für einen Stereo-Betrieb gedacht. Aber so grundsätzlich... Feedback ist erstmal geil. Jo, das ist mein Highlight, das sage ich jetzt schon mal direkt so weg. Du weißt ja noch nicht, was in der letzten Kiste ist. Ja, da kommt nichts mehr. Wir hoffen ja noch auf den Drucker. Ja, den Drucker noch. Da ist vielleicht noch eine PlayStation 5 drin. Und ja, wenn man mal so mindestens überschlägt, sind wir vielleicht schon jetzt bei 600, 700 Euro. Das wäre ja jetzt noch nicht so der Knaller. Es ist ja hier der Receiver jetzt drin. Oh, klappert auf jeden Fall. Ist ein billiger. Hört sich leicht an. Eine platte Mikrowelle. So, Marci, was siehst du? Noch ja nicht. Ich auch nicht. Ich habe hier einen Echo-Beschnitt, wo nicht zu sehen ist. Hauptsache, du schneidest dich nicht selber. Oh nein, er feiert. Denn ist jetzt ein Beamer. Und er feiert. Noch besser. Noch besser. Mhm. Sagt der Roventa was? Sag doch Küchen irgendwie. Psst. Vom Vorwerk? Roventa. Ach so. Ja, der kann kennst du Roventa nicht? Aber nicht? Warte, ich mach's. Hör auf, immer zu schmulen. Nein, das soll noch keiner sehen. Sagte der immer Stielaugen kriegt. Ja, ja. Oh so, nein, oh nein. Oh. Ja, wer es jetzt immer noch nicht erkannt hat, das ist ein Staubsauger. Genau, so und zwar der Akku. Roventa X-Force Flex. Und zwar, den gibt es irgendwie in zig Versionen. Und das ist der 9959. Wie kommen die auf die Bezeichnung? Also den gibt es irgendwie in 4 oder 5 Variationen. Ich kann dir schon sagen, das ist praktisch die High-End-Variante. Oh. Wo ist denn hier der Eingang? Oh mein Gott. Wie viel PA hat er? Hast du das? Der hat 200 Air Watt. Oh, das heißt, der müsste ja bei 30.000 PA sein.
So, rein. Also AirWatt ist ja die Angabe, die sich Dyson irgendwie mal überlegt hat. Genau. Mittlerweile machen das ja irgendwie dann alle Hersteller. Ach stimmt, hier steht doch drauf, 200 AirWatts, ja stimmt. Also es ist halt quasi ein Akkusauger, diesmal aber wirklich kompakt, weil es halt nur noch als Handgerät gedacht ist. Ich weiß, die meisten schalten jetzt ab, weil es ein Akkusauger ist, kann ich auch nichts für. Aber es geht ja um die Wertigkeit des Ganzen. Und das finde ich dann jetzt eigentlich... Zumindest scheint das auch Neuware zu sein. Ja, das kann auch niemand besser beschreiben als du. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ah, mit Trigger hier. Wie kriegt man den eigentlich an? Batterie, 80%, okay. So sieht's aus, als wenn er jetzt irgendwie Star Wars mitspielen könnte. Genau, mit Display hinten. Wow! Turbo! Wahnsinn! Genau, zeig mal das Display. Da, 13 Minuten noch. Und alle. Turbo ist dann, der frisst dann den Akku leer. Genau, dann noch ein bisschen Zubehör, das lasse ich jetzt drin. Ladegerät und oder Station. Akku kann man, glaube ich, sogar wechseln. Hat halt auch wieder dieses Knickrohr, hat auch der Bodensaugfuß ist mit Beleuchtung und allem Pipapo. Also da ist schon einiges bei. Boah, ist was Kleines, aber. Ja. Preis, Rowenta, ich bin völlig raus. Du sagst, es ist das Premium-Modell, Spitzenmodell. Sieht auf jeden Fall gut aus. 200 Euro? Keine Ahnung. Also bei Mediamarkt. Oder sagen wir mal so, ich habe jetzt den Preis im Internet gefunden, der beginnt so bei 400 Euro. Und der liegt teilweise bei 550 Euro. Für einen. Ja gut, der hat viel Leistung. Mehr Leistung als die Akkustaubsauger, die wir in der Vergangenheit immer vorgestellt haben. Da war bei 140, 150 AirWatts. Ja, wir hatten auch Schluss. Schon mal ein Importmodell mit 200 AirWatt. Ja. Hatten wir auch schon? Ja. Weißt du noch, welcher das war? Der Jimmy H9 Pro. Hat der echt so viel gehabt? Ja, das kommt aber darauf an. Das kann auch keiner nicht so richtig nachvollziehen. Also da kann man auch viel Schmuh mit betreiben. Ja, wie gesagt, hat relativ viel Leistung. So richtig viel in die Richtung hatten wir noch nicht da. Aber dafür, dass er so was Kleines, Kompaktes ist, ohne, obwohl das ist ja auch dann letztendlich auch mit einem langen Stiel. Das ist ein komplett normaler Akkusauger, ja. Schon, der hat nur dieses Flexrohr. Wirkt jetzt ein bisschen kleiner dadurch nur. Also ich finde den Preis von 500, 450 Euro finde ich jetzt ein bisschen zu hoch. Leistung wiederum ist eigentlich passend, glaube ich. Aber das ist ja zum Vorteil für den Gesamtwert der Kiste. Also ich habe ja am Anfang gesagt, Kai hat gesagt, nee, ich habe am Anfang Kai gefragt und er hat gesagt, 500 Euro hat die Kiste gekostet. Und es wurde nicht angegeben, was für einen Endpreis erreicht wird. Genau, da war jetzt ein bisschen Schmuel bei, wo ich sage, ja, hier so Lampen und so ein Gedöns und so ein Quatsch hier, also sind 16, hier sind 50 Euro mal rund einfach, die so damit rumliegen, die wir nicht brauchen. Ein paar Sachen sind sehr speziell, aber hier ist eine Smartwatch mit bei, smarte Watch, ein Tablet mit Chrome OS, wir haben eine Tastatur, ein Telefon, was wir nicht benutzen können, Bart-Dingsbums, was wir auch nicht benutzen können, aber wir haben Lautsprecher, die 130, 140 Euro kosten, wir haben einen Akkusauger, der 400 aufwärts kostet, keine Ahnung, damit haben wir auf jeden Fall schon mal das raus, was wir bezahlt haben und im Gesamten sind wir, denke ich mal, eben an die 1000 Euro dran, wobei das jetzt das auf dem Tisch eine schwierige Ausbeute ist, weil da ist weniges bei, wo ich sage, damit kann ich wirklich was anfangen. Ja, aber so grundsätzlich ist es jedenfalls kein Griff ins Klo. Das ist ein paar Highlights gab es, für mich eben waren es die Lautsprecher. Ja. Also du sagst 1000 Euro kommen wir zusammen. Irgendwie so. Wenn ich jetzt wirklich die Vergleichspreise nehme, die ich dir genannt habe, das sind ja mal die ich bei Geizhals und Idealo gefunden habe, dann kommen wir auf einen Neupreis. Ich habe jetzt keine B-Ware mit reingezogen. Neupreis von 1332 Euro. Das für 500 und die Angabe gab es nicht, was man drin hat. Das muss man sich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist... Also selbst wenn man jetzt noch ein bisschen was abzieht für die B-Ware, auch mal bei dem Handy, wo der Akku fehlt und so weiter... Ja. Lass es immer noch 1100 Euro sein. Das ist vom Gegenwert, ist das heftig. Aber ich meine, gut, ganz ehrlich, das wurde jetzt ja zum Schluss gerade durch den Rowenta-Staubsauger gepusht, beziehungsweise eben die Lautsprecher noch. Aber auch so war das nicht ganz ohne. Also ich habe auch so gesagt, sind jetzt schon irgendwie an die 500 Euro. Mehr sogar denn. Was ist das für ein Lappen? Also da sieht man, da war ein bisschen mehr drin. Genau. Ich habe die Adresse habe ich jetzt schon weggeknickt. Weggeknickt, ja. Also man sieht dann... Die einzelnen Positionen, Braunaufsatz, easy, Samsung, easy, Samsung, hast du nicht gesehen, Asus.
Da stehen natürlich nie die Preise, nur die Mehrwertsteuer. Einzelverkaufspreis 500 Euro. Wir haben 500 bezahlt. Versandkosten genau. Gab es auch mal nicht. Guck mal in der vorletzten Zeile. Da steht nämlich drin, was Saturn verlangt. Ach da, Summe der Originalpreise 1533,35 €. Wenn man jetzt von den reinen UVP-Preisen ausgehen würde. Hier steht es drauf, im Angebot selbst stand es nicht drin. Also muss ich mal sagen, ist es jetzt wirklich ein Lucky-Fall, also ein glücklicher Fall, dass das so ist, wie es ist. Normalerweise kamen wir mit 200-300 € über dem bezahlten Wert schon bei raus. Manchmal war es aber auch echt knifflig. Ja, letztens war es schon schwierig, da hatten wir bei 450, waren wir bei 630. Genau, so also grob. Es schwankt schon so ein bisschen. Aber dass wir jetzt hier mehr als das Doppelte haben, das hatten wir in dem Fall bestimmt schon mal. Aber ja. Eher die Seltenheit, genau. Also ja, nice auf jeden Fall. Also da kann man... Also ich sag mal so, grundsätzlich ist wirklich das wieder sehr kunterbunt, aber man kann irgendwo mit allem was anfangen. Und letztlich, wenn man ein, zwei Sachen von den hochpreisigeren Sachen nicht braucht und die dann halt doch weiterverkauft, dann ist das eigentlich schon diesmal wirklich ganz guter Deal gewesen. Also ich wäre zumindest nicht enttäuscht. Ja, das Radio steht ja noch hier. Also zumindest können wir ein paar Sachen nutzen. Also wenn ich die SD-Karte da nochmal sehe oder den Stick, den können wir da auch nochmal nehmen. Ja, aber wenn ich die Uhr sehe, die jetzt wirklich so ein Auslaufmodell ist, also selbst bestimmt schon eine zweite oder eine dritte Variante von. Das spielt ja gar keine Rolle, aber sie wird ja funktionieren und hat ja, ich sag mal, gewisse Funktionen und wenn mir das reicht, dann ist das auch völlig okay. Und vielleicht ist es ja auch der Einstieg in die Smartwatch-Geschichte, wenn man sowas irgendwie noch nicht in der Hand hatte. Mhm. Also für uns ist es ja irgendwie Standard mittlerweile, aber wer zum Beispiel da noch nichts hatte, sagt, oh, ist mir zu teuer und hat sich jetzt so ein Paket gegönnt, hat das Ding mit drin, warum nicht? Also, ja. Wie gesagt, ein paar kleine Fails hier sind so mit bei, das haben wir ja nur schon ausgiebig gezeigt, aber so grundsätzlich erstmal keine Überenttäuschung und ein paar Highlights haben wir auch. Und zum Schluss die zwei Pakete, eine übelste Wertsteigerung dadurch, also das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Was würdet ihr, wärt ihr jetzt enttäuscht, wenn ihr die Pakete ausgepackt hättet und 500 Euro dafür bezahlt habt? Genau, also ich habe es am Anfang schon gesagt, rein in die Kommentare, kommentiert gerne, was ihr davon haltet, ob ihr davon bestimmte Dinge mehr Verwendungszweck seht als wir, weil bestimmte Sachen sind wir manchmal einfach raus oder weil wir halt einfach durch den Job, den wir hier durchführen, natürlich ein paar mehr Dinge haben, vorliegen haben, ist es natürlich mal ein bisschen was anderes und unsere Ansprüche sind auch anders. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch gefreut hättet über dieses Paket oder sagt, oh, das ist so ein Schmarrn, das ist ja Scam, das ist ja bla, das ist ja, man weiß es ja nicht. Schreibt gerne rein, ne? Links, wie gesagt, sind in der Videobeschreibung und jo, soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal.